Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um den gelösten Fall von Holger Karlfeld. Ich werde euch jetzt einmal seine Geschichte erzählen, was zu seinem Ableben schlussendlich geführt hat. Der Fall wurde übrigens auch bei Aktenzeichen XY dargestellt und war, glaube ich, damals auch ein großer Anteil, dass dieser Fall gelöst werden konnte. Holger war 32, frisch verheiratet und Vater eines Sohnes. Er lebte in Bodenfelde, als er im Oktober 1997 anfing, bei Brune in Forst zu arbeiten. Bei dessen Firma, die Metall- und Stahlbau hieß und Kunstschmiede, Maschinen, An- und Verkauf, Fahrzeug- und Containerbau, PKW und Anhänger plus Baumaschinenverleih. Diese Firma mit dem sehr wehren Namen stellte sich auch nach außen sehr wehr dar. Denn sie stand in maroden Hallen einer ehemaligen Maschinenfabrik. Dort türmten sich Stahl und Schrott, Blech und Holz und teure Maschinen und billige Möbel in einem großen Ausmaß. Alles ist dort dreckig und man hat ständig das Gefühl, dass einem aufgrund der Unordnung etwas auf den Kopf fallen könnte. Anfangs, als Holger noch bei seiner Frau in Bodenfelde bei Uslar wohnte, fuhr er frühmorgens 40 Kilometer durch die Hügel des Solling, um zu seiner Arbeit zu kommen. Für die Firma Brune haben in guten Zeiten so 8 bis 10 Mitarbeiter gearbeitet. Allerdings war der Personalverschleiß hoch. Einer oder einige der Gründe waren, dass die Spinde dreckig waren, die Klos kaputt und die Löhne waren auch noch schlecht. Die Firma stellte Teile für Rutschen und Parkbänke her, fertigte ebenso Stände an, in denen zum Beispiel Baumärkte ihre Terrassenplatten ausstellten. Die Arbeit hat Holger nicht gefallen. Das ist eine scheiß Firma, klagte er einmal seinem Vater gegenüber. Sein Vater hat ihm dann aber geraten, durchzuhalten, denn er habe schließlich eine Familie zu ernähren. Der Besitzer, Rainer Brune, war ein Schlossermeister, damals 46 Jahre alt und wurde geboren in Stahle, Westfalen, 7 Kilometer von Forst entfernt. Die Eltern von Holger erinnerten sich später an Kleinigkeiten. Sie versicherten sich dann gegenseitig verzweifelt, dass das, was dann passiert war, ja keiner von ihnen ahnen konnte. Aber so wie sie es sagten, konnte man spüren, sie ahnten schon so einiges. So hatten die Eltern zum Beispiel noch 6 Monate nach Holgers Verschwinden im Oktober 2000 nicht die Polizei verständigt. Warum taten sie das nicht? Sie hatten eine Angst, die heute einfach irrational wirkt. Vielleicht sogar ein bisschen lächerlich. Denn Holgers Chef hatte sie ihnen eingejagt. Aber das war wohl auch nicht schwer. Denn irgendwie scheint den Karlfelds oder schien es den Karlfelds nichts mehr Angst zu machen als Gerede und Geldsorgen. In der Firma wurde Holger dann schnell der Mann für das sogenannte Sandstrahlen. Eine verhasste und harte Arbeit. So ließ der Chef dann zum Beispiel Maschinenteile einer Glashütte und der örtlichen Möbelfabrik in seiner Firma reinigen. Der Chef nannte Holger bald nur noch Strahlemann. Normalerweise trägt man beim Sandstrahlen zum Schutz Schutzanzug und Helm. Darin ist man dann so abgesichert, praktisch wie in einer Astronautenkluft. Holger musste aber ohne strahlen. Er bekam nur einen löchrigen Arbeitsanzug, der ihn nichts nutzte und ihn überhaupt nicht schützte. Und einen neuen Arbeitsanzug für Holgers Arbeit kaufte Brune aus Geiz nicht. Später
fanden die Rechtsmediziner in Holgers Lunge Ablagerungen von feinkristallinem Sand. Sogar fundweise, wie der Richter bei der Verhandlung in Hildesheim sagte. Zu Hause hatte Holger bald nur noch Streit. Seine Frau vermutete, dass er fremd ginge. Auch würde er zu viel Geld ausgeben. Daraufhin verließ Holger dann Frau und Kind. Aber es kann auch sein, dass seine Frau ihn einfach hinauswarf. Dann bot Rainer Brunner Holger an, in sein Haus auf dem Firmengelände einzuziehen. Zwei Zimmer mit Küche für 360 Mark im Monat. 1600 Mark hat Holger verdient. Aber es gab in dem Teil des Hauses weder Heizung noch warm Wasser. Dafür dann Mäuse und Zugluft. Seine Eltern haben ihm dann die Räume halbwegs hergerichtet. Entsorgten den Müll, haben die Räume tapeziert und brachten eigene Möbel. Gegen die Zugluft haben sie dann eine Matratze gegen die Tür gelehnt. Beim Anblick der Wohnung, in der sein Sohn jetzt zukünftig leben sollte, fing selbst der Vater von Holger an zu zweifeln und fragte ihn, ob er wirklich hier bleiben will. Holger soll dann geantwortet haben, ich muss auf die Füße kommen. Ab diesem Zeitpunkt blieben die Eltern von Holger seine einzige Verbindung ins alte Leben. Sie brachten ihm alle 14 Tage vorgekochtes Essen, haben ihm die Wäsche gewaschen und seine Wohnung geputzt. Praktisch wie bei einem Kind. Sie haben auch die ganze Zeit die Vorwürfe seines neuen Chefs erduldet. Diese nahmen schnell und immer mehr zu. Und bald hatten seine Eltern Angst vor Holgers neuem Chef. Holger hat dann wohl tatsächlich einige Dinge mitgehen lassen. Brune hat ihn dann gezwungen, eine Liste darüber anzulegen. Die von Holger gestohlenen Sachen waren wenige hundert Mark wert. Nach den Angaben von Holgers Vater will er Holgers Chef gefragt haben, warum entlassen sie ihn nicht einfach? Im Prozess stellte sich das dann aber ganz anders dar. Holgers Eltern sollen den Chef bekniet haben, Holger nicht hinauszuwerfen, denn sie wüssten nicht, wohin mit ihm. Daraufhin hat er Holgers Eltern ein Schuldanerkenntnis unterschreiben lassen. Er versprach daraufhin, alles ohne die Polizei zu regeln, ganz auf seine Weise. Die Eltern waren komplett paralysiert von der Angst, für die Diebstähle ihres Sohnes aufkommen zu müssen. Geld war immer ein großes Thema bei Karl Fels, weil sie zu wenig haben. Die Eltern lebten zusammen zu dem Zeitpunkt von 900 Euro. Die Vereinbarung zwischen Holgers Eltern und seinem neuen Chef war folgende. Holger sollte seine Schulden abarbeiten. Das klang zwar wie ein Angebot, aber das bedeutete, dass sein Arbeitstag nun 14 Stunden dauerte oder manchmal auch 16 Stunden. Seine letzten Jahre verbrachte Holger nur noch in der Firma, in diesen Hallen und in diesem Haus. Das gesamte Gebäude war verwahrlost. Ständig wollte Brune etwas umbauen, fing damit auch an, aber brachte nie etwas zu Ende. Die Lebensgefährtin von Brune, Rita L., führte auf diesem Gelände ein Geschäft. Das hieß Angie's Boutique. Das war ein Versandhandel für Transvestiten, Frauenkleider in Übergrößen, Pumps, Reizwäsche und Perücken. Die 49-jährige Rita war eine zierliche, gepflegte Blondine. Sie hat ihren neuen Mann, also Holgers Chef,
1998 über eine Annonce kennengelernt. Nach einer Zeit erzählte Brune ihr dann, dass er gerne Frauenkleider möge. Sie arrangierte sich damit, nahm an den Stammtischen von Travestiten teil, die damals in Bevernforst stattfanden. Sie ertrug es dann auch, dass er beim Akt Frauenwäsche trug. All dies hat sie noch über sich ergehen lassen. Aber vor Gericht sagte sie dann aus, dass sie es nicht ertragen hat, dass er sie dabei schlagen wollte. Ihr sei dabei dann aufgegangen, dass Brunes Fantasien sich nicht um den Geschlechtertausch drehten, sondern um Gewalt. Weiterhin sagte sie auf Nachfrage vor Gericht, dass die Beziehung zwischen Brune und ihr eher als eisig zu bezeichnen war. Aber warum sie bei ihm geblieben ist, das konnte sie nicht erklären. Aber anscheinend hatte auch sie Angst vor Brune und er nutzte das aus. Denn sie hatte ihren Job verloren und litt unter schwerer Migräne. Doch jetzt wieder zu Holger. Holger blieb in dieser Scheißfirma, wie er sie selbst nannte. Er war ein ungelernter Mann mit Hauptschulabschluss und Alkoholproblemen in der Jugend. Und in seiner Heimat hatte er wenig Chancen. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit musste ihm dann der Job in dieser Firma für ihn wie eine neue Chance gewesen sein. Er hat daran auch alles aufgegeben. Früher hat er gerne musiziert in einem Spielmannszug in Wolprihausen. Dort hat er die Becken geschlagen. An jedem Montag haben sich die Spielleute getroffen, um zu üben. Aber Holgers Chef sagte ihm dann, dies sei Luxus und er dürfte fortan dort nicht mehr hinfahren. Holger gehorchte. Er begann sich zu verändern, wurde dünner, langsamer und müder. Bald hatte er auch seine Eltern nicht mehr besucht, fuhr nur noch mit Erlaubnis von Brune zum Einkaufen. Er musste ihn nach Hannover fahren, weil dieser dort was am Laufen hatte. Und Holger musste im Auto warten, während Brune sich mit jemandem traf. Weil Holger teilweise sogar nachts arbeitete, um seine Schulden abzuarbeiten, schlief er dann tagsüber ein. Seine Kollegen waren unzufrieden mit ihm und trieben ihn jetzt am Tag an. Sein ehemaliger Vorarbeiter David S. sagte vor Gericht, dass Holger nicht mehr bei sich war. Holger stand unter kompletter Kontrolle von Brune. Ein weiteres Beispiel dafür. Als Holger sich den Daumen absägte, brachte Brune ihn zwar in die Klinik. Als aber die Versicherung Holger für den Unfall 12.000 Euro zahlte, hat Brune sich das Geld unter den Nagel gerissen. Denn er hatte natürlich auch die Kontrolle über das Konto von Holger. Bereits zu diesem Zeitpunkt muss Brune ihn schon verprügelt haben. Aber Holger erzählte seinen Eltern nichts davon. Brunes Lebensgefährtin, die Arbeitskollegen und anscheinend auch zumindest eine Nachbarin haben wohl mitbekommen, dass Holger von seinem Chef verprügelt wurde. Aber niemand wollte sich einmischen. Eine Familie Kittelmann aus Holzminden wollte Holger helfen. Sie kam aber zu spät. Dies kam so zustande. Die Tochter von Herrn Kittelmann hatte bei Brune eine Halle gepachtet. Und dieser erzählte ihrem Vater über die Zustände dort in der Firma. Daraufhin schrieb Herr Kittelmann im September an den Landkreis Holzminden. Von den katastrophalen Zuständen auf dem Firmengelände und von Holger.
Er schrieb ihnen, dass Holger sich selber ohrfeigen musste, wenn er einen Fehler machte. Ebenso musste Holger seine Wohnung mit einem Rottweiler-Welpen teilen. Wenn dieser dann in sein Bett pinkelte, wurde das Laken bzw. das Bettzeug nur getrocknet und Holger musste in der nächsten Nacht wieder darin schlafen. Dieser Herr Kittelmann wollte, dass Holger nach Holzminden in eine kleine Wohnung zieht. Bei der Suche nach Arbeit wollte er ihm auch helfen. Aber Holger reagierte irgendwo nicht begeistert darauf, denn anscheinend hatte Holger wohl komplett resigniert in seinem neuen Leben, wenn man es als Leben bezeichnen darf. Holgers Eltern sahen ihren Sohn zum letzten Mal am 29. September 2000. Dies war kurz davor, an dem Tag, als sie das erste Mal nach Jahrzehnten wieder in den Urlaub fahren wollten. Holgers Mutter kochte gerade Essen vor für ihn, als Brune anrief und befahl, sie müssten sofort kommen. Die Eltern fuhren sofort hin. Sie sahen Holger, der komplett abwesend wirkte. Sein Unterleib war blau von Tritten. Brune herrschte sie an, dass Holger ab sofort auf die andere Seite des Hauses ziehen müsste, weit weg von ihm, und zwar sofort, denn er habe schon wieder gestohlen. Die Eltern sahen in die verwüstete Wohnung des Sohnes und schleppten seine Sachen über den Hof in ein anderes Zimmer. Der Chef, Brune, schaute dabei zu. Da stellt sich natürlich die Frage, warum waren die Eltern von Holger so unterwürfig? Die Erklärung ist recht einfach, aber auch irgendwo nicht nachvollziehbar. Denn Holgers Eltern hatten Angst. Und diese Angst hatte ihn Holgers Chef eingejagt. Aber das war wohl nicht schwer. Wie schon vorher erwähnt, haben Karl Werfels vor nichts mehr Angst gehabt als Gerede und Geldsorgen. Aber damit hat ihn Rainer Brune schon bald wieder gedroht. Denn ihr Sohn, so behauptete er, habe Material im Wert von 12.000 Mark gestohlen. Und kurz vor seinem Tod dichtete Brune Holger noch Gelddiebstähle in Höhe von 25.000 Mark an. Bewiesen hat er dies alles nie. Aber das musste er auch so nicht, denn seine Eltern waren schon eingeschüchtert. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2000 soll Holger Karlfeld dann unter Schlägen mit einem Holzknüppel gestorben sein. Die Staatsanwaltschaft sagte, es war Mord. Sie hat 3 Personen angeklagt. Der Vorarbeiter David S. soll seinen Chef beim Schlagen zugeschaut haben. Ob er selber mit zuschlug, weiß man nicht. Die Lebensgefährtin Rita von Herrn Brune soll gesehen haben, wie die beiden Holger ins Haus brachten, ihn dort in der Badewanne unter Wasser tauchten, bis er zappelte. Dann holten sie ihn wieder raus, zogen ihm trockene Sachen an und brachten ihn wieder in die Halle. Dort soll Brune so lange zugeschlagen haben, bis Holger zusammenbrach. Wo Holger verstarb, ob schon in der Werkhalle oder erst nachher in seinem Bett, weiß heute keiner. Seine sterblichen Überreste vergruben sie auf einem Truppenübungsplatz bei Fallingbostel. Als Holgers Eltern aus ihrem Urlaub in Tirol wieder zurückkamen, hat sie Brune ein letztes Mal nach Bivern befohlen. Er tischte ihnen dann die Geschichte vom getürmten Dieb auf und ließ das alte Paar seine Wohnung leerräumen. Sie brauchten Tage dafür.
Holger Karlfelds kleines Auto stand noch da. Das behielt Brune. Auch die Videokamera von seinem Opfer verlangte er auch als Pfand. Die Eltern haben seine Geschichte geglaubt. Sie warteten. Am 20. Oktober 2000, zwei Wochen nachdem Holger verstorben war, ließ der Chef die Eltern noch eine Verpflichtung unterschreiben. Wenn sie erführen, wo sich ihr Sohn aufhalte, stand da drin, hätten sie ihm dies mitzuteilen, und zwar sofort. Wie konnte die Polizei nun diesen Fall lösen? Die Polizei hat immer wieder Druck auf die Personen ausgeübt, bei denen sie davon ausgingen, dass sie am Verschwinden von Holger beteiligt waren. Den entscheidenden Tipp gab zuletzt die Lebenspartnerin von Brune. Aus diesem Grund wurde sie auch nur zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Vorarbeiter als Helfer bei der Tat zu 5 Jahren Haft. Brune selber erhielt lebenslänglich, allerdings ohne Sicherheitsverwahrung. Dieses Urteil wurde im April 2004 rechtskräftig. Also dürfte Brune schon länger wieder aus der Haft entlassen worden sein. Das alte Firmengelände, wo es passiert ist, ist mittlerweile ein sogenannter Lost Place und vermutlich seitdem die Tat dort geschah, von niemandem mehr genutzt worden. Vielleicht kommt ja einer aus der Gegend und kennt das Gelände vielleicht oder war sogar schon einmal dort. Vielleicht aber auch ohne das Wissen, was dort passiert ist. Dies ist meiner Meinung nach ein sehr tragischer Fall. Und wie ich auch schon erwähnt habe, wurde der Film oder die Tat auch bei Aktenzeichen Y dargestellt. Ich muss sagen, in diesem Filmbeitrag wurde damals die Firma und die Lebenssituation von Holger sehr gut dargestellt. Allerdings wusste man damals natürlich noch nicht, wie schlimm sein Leben dort war. Da ich ja meistens immer Aktenzeichen Y kritisiere, diesmal besser gesagt ein Lob zu der damaligen Darstellung. So, das war es dann mit dem Fall. Ich denke mal, viele von euch können sich noch an diesen Fall erinnern. Vor allen Dingen, wenn man das Wort Strahlemann hört. Denn so wurde Holger immer in dem Filmbeitrag genannt. Und ich meine auch, Butz Peters, der damals durch die Sendung führte, hat Holger so genannt. Gut. Über den weiteren Verbleib jetzt von dem Brune ist im Internet nicht zu finden. Ich habe euch nochmal ein paar Bilder vorher schon jetzt nochmal hier eingespielt, wie dieses Firmengelände heute aussieht. Wie schon gesagt, vielleicht erkennt es der eine oder andere ja wieder. Gut, dann freue ich mich schon mal auf die Kommentare zu diesem Fall, denn ihr hattet euch ja schon seit längerem mal wieder einen gelösten Fall gewünscht. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss!